dich dann einfach an, ja, und darfst du loslegen. Ja. Ne? So, hallo, schönen guten Tag, Peter. Ich bin heute mal wieder bei Peter. Habe ich natürlich, so wie ich bin, immer ein bisschen Arbeit mitgebracht. Nichts Schlimmes. Aber Bremsscheibe bei meinen Runden, bei den Roller Speedbike wechseln, weil die rumort ein bisschen vorne, der Brems irgendwie steckt ein bisschen. Also ich denke, dass die Bremsscheibe eine kleine Unwucht drin hat und Peter hat gesagt, dass er Zeit hat. Und dementsprechend bin ich mal vorbeigekommen. Ja, da war jetzt Udo schneller als ich. Ihr wisst, eigentlich beginnen wir mit... Schönen guten Tag, Peter. Nein. Und willkommen beim Scooterschrauber. Genau. Also, Udo war heute schneller als ich, auf jeden Fall. Er hat gleich losgelegt wie aus der Pistole. Und erstmal herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Natürlich. Herzlich willkommen, Udo. Hallo. So schnell geht das. Ne? Ja. So schnell wird man mundtot gemacht, aber es soll so sein. Gut, Spaß beiseite. Also, Udo ist hier mit seinem Speedfight 4, er hat das schon vorgenommen alles, mit seinem Speedfight 2, nicht 4, 2. Und wir nehmen heute das Vorderrad raus, schauen uns somit das Vorderrad an, das heißt, wir nehmen die Lager eventuell raus und tauschen die Bremsscheibe. War das richtig? Ja. Und da seid ihr einfach dabei. Einer von uns filmt vielleicht oder wir stellen die Kamera einfach so auf, dass ihr das natürlich alles mitbekommt. Ja. Weil wenn wir das machen, machen wir das einmalig und ziehen euch dazu. Ich würde sagen, wir legen los. Wir legen los, würde ich auch sagen. Wir legen los. Was wir jetzt erstmal machen, wir werden hinten den Roller ein bisschen runterziehen, dass wir vorne direkt dann ja, ans Rad kommen, also dass das Rad dann frei schwebt, würde ich mal sagen, und dass wir dann noch gezielter und besser und leichter vor allem arbeiten können. Deshalb würde ich sagen, Udo, häng mal bitte ein. Ja, mache ich. Und so, ich ziehe jetzt mal. Ja. Bitte über dem Auspuff, oder? Ja, vor dem Auspuff. Ja, gut, vor dem Auspuff. Mache ich. Und ich ziehe jetzt mal den Roller ein bisschen runter. Kann nichts passieren, sollte eventuell sogar schon frei sein. Jawohl, Vorderrad ist frei. Also, wir fangen jetzt an. Wir stellen das Vorderrad vorher noch mal ein bisschen runter und ziehen nachher dann den Gurt strammer. Okay, wir lösen jetzt hier erstmal die drei Verschraubungen: Nummer 1, Nummer 2 und die. Rad ist locker, das heißt, ich gehe jetzt einmal auf die andere Seite. Zieh den Gurt ein bisschen an. Das sollte reichen. Und somit können wir jetzt natürlich das Rad rausnehmen. Na, da ist es doch schon. Und wir lösen jetzt diese Verschraubung, sprich, diese Mutter wird gelöst. Eventuell müssen wir drüben gegenhalten. Wir versuchen es jetzt und ich suche mir das Werkzeug erstmal raus, was wir dafür benötigen und lösen die ganze Bremseinheit. Wir lösen natürlich erstmal vorne den Bremssattel. Der muss natürlich als erstes runter. Wieder klappt gut, alles. Gut gemeint, die Schraube. Ja, aber es funktioniert. Ja. Das ist die Hauptsache. Ich halte mal das so ein bisschen, weil der Lenker immer wegzieht sonst. Na, komm. Also eine Schraube wollen wir wenigstens sehen. Jawohl. Gut. Jawohl. Die nächste löse ich jetzt und dann ziehen wir den Sattel runter. Bremssattel zur Seite nehmen. Das heißt, runternehmen. 22er.
auf der Seite 19. Das heißt, hier habe ich schon alles vorbereitet. 19 ansetzen. 19. Und 22er. Das war's schon. Mutter, Unterlegscheibe schön zur Seite legen. Und ich nehme gleich die ganze Verschraubung raus. Ja, das sieht gut aus. Gucken uns das Ganze hier mal an. Einmal bitte hier drauf. Ja, ist okay. Keine Laufspuren, wie es aussieht. Das gucken wir nachher nochmal. Hier haben wir, ja, das sieht auch noch gut gefettet aus. Ist nichts groß ausgetreten. Gut, aber Lagerwechsel, Scheibenwechsel ist jetzt dran. Also wir nehmen die Scheibe jetzt erstmal runter und die Lage raustreiben. Gut. Was wir jetzt machen, heißt, wir treiben jetzt als erstes die Lage raus. Eins nach rechts, eins nach links. Also wir müssen das Teil nachher drehen oder auflegen, um das andere Lager dann rauszubekommen. Dazu nehme ich ein Stecheisen sozusagen. Nein, kein Stecheisen. Dorn. Mach nochmal aus. Dazu nutze ich natürlich einen Dorn und einfach einen, ja, zerfetzten Schraubenzieher. Und einen zerfetzten Schraubendreher. Das heißt, der hier war schon mal defekt. Den nutzen wir natürlich jetzt auch dafür. Gut, setze jetzt mal den Dorn an. Das heißt, ich muss, Moment, diese Scheibe, die kann erstmal runter. Die legen wir zur Seite, die kommt nämlich nachher wieder drauf. Ein Dorn nach Möglichkeit ansetzen und langsam und vorsichtig treiben. Wenn es klappt, weil das ist hier nämlich sehr, sehr knapp drin alles. Das ist nicht gerade einfach. Schraubendreher. Und wir können uns das jetzt mal angucken. Ihr seht, wir treiben das Lager schon langsam raus. Wieder auflegen. Ich lege es jetzt nur auf und arbeite mit dem Schraubendreher weiter. Wie gesagt, das ist jetzt ein kaltes Austreiben. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich hin muss. Einmal wieder raus. Nächste. Ja, jetzt sollte was passieren hier. Drehen. Und das Lager kommt immer, man sieht es, immer weiter raus. Das heißt, wir treiben jetzt den Rest auch noch raus. Müsste gleich geschafft sein. Okay, Lager ist raus. Die Mittelbuchse, das ist unsere mittlere Buchse. Die müssen wir natürlich richtig sauber machen, also vom Rost auch befreien. Und dann wird das Ganze natürlich später mit Fett wieder eingesetzt. Hier ist unser Lager, man sieht es. Moment, ich mache mal ein bisschen Licht hoch. Nicht zu doll ins Licht rein, Udo. Ja. Guck mal, siehst du den Rost hier? Ja. Hier? Ja. Das ist die Außenkante gewesen. Und das bleibt ja auch nicht aus. Aber das Lager an sich, kontrollieren. Einwandfrei. Das Lager an sich ist einwandfrei. Nee, hochhalten. Ja. Okay, die schneid mal. Lager einwandfrei. Keine Menge. Gar keine Menge. Total sauber. Im Grunde hätten wir das Lager weiterfahren können, aber wenn wir das schon alles draußen haben, dann reinigen wir das und setzen neue Lager ein. Wir gucken uns jetzt das nächste Lager an. Das heißt, hier haben wir unser nächstes Lager, was wir bearbeiten müssen.
Kannst gerne reinhalten. Mhm. Dann kann man mal sehen, wie das dann aussieht. Ja. Ne, so ein bisschen mit Licht mitgehen zur Not. Mhm. Und wir nehmen jetzt dieses Lager raus. Immer abwechselnd. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Jetzt nochmal hier. Und ne, immer so sternförmig, würde ich mal sagen, dass wir das letztendlich hier raustreiben, ohne was zu beschädigen. Das war's schon. So sieht es da drin aus. Halt das hier mal ins Licht. Mhm. Ne, alles sauber, alles gut. Umdrehen. Auch alles gut. Lager. Perfekt. Also das Lager hat hier nichts. Gar nichts. Ne? Ja, so ein Ansatz ist schon, ne? Mhm. Ist schon ein paar Tage länger drin. Ja. Okay. Neue Lager. Schnitt. Neue Lager, alte Lager. Nochmal den Test. Das hier läuft natürlich um einiges geschmeidiger. Das ist klar. Es ist neu. Das hier hat schon einige Kilometer gelaufen, wäre aber in Ordnung. Das heißt, das Teil reinigen, die Aufnahme, ne, für die Lager und die Bremsscheibe. Wir wollen aber noch die Bremsscheibe runternehmen. Okay. Du darfst hier drauf halten, Udo. Ja. Wir lösen die Scheibe. Dazu, das machen wir natürlich mit dem Schlagschrauber. Jawohl. Eingesetzt waren sie mit Schraubensicherung. Das sieht man. Ja. Ne? Mhm. Und du hast gesehen, wie schwer sie runterging? Oh ja. Okay. Bisschen fester spannen. Oh, okay. Oh. Tja, Udo. Das sieht schlecht aus. Okay, wir probieren es nochmal. Und der hat schon Wumms hinter. Einmal fest. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen ran. Und jetzt wieder lösen. Nein. Okay. Wir geben kurzfristig mal auf, aber wir sind noch nicht am Ende. Nächste Waffe. Naja, wenn man es so nennen kann. Wir versuchen es jetzt mit dem Drehmomentschlüssel. Ansonsten habe ich noch eine Möglichkeit. Nur wir dürfen diese Verschraubung nicht vernörgeln. Okay? Einmal ansetzen und... Ich denke mal, ein bisschen war sie schon vorgelöst. Ja. Geht doch alles. Nur gewusst wie und... Was sage ich immer? Was brauchen wir dazu? Wenn wir was bauen, wenn wir was reparieren, was ist Geduld? Das? Geduld und Ruhe. Genau. Geduld und Ruhe. Genau. Und die haben wir gerade. Na, wer sagt's denn? Scheibe. Kommen wir zur Scheibe. Ich mach mal ein bisschen Licht hoch. Ja. Die Scheibe ist schon eingelaufen. Hier ist sie eingelaufen. Und hier. Ja. Also man könnte schon sagen, ja, vielleicht so ein bisschen über einen Millimeter, wenn man beides zusammenrechnet, ist das schon runter. Also er hat schon gut was geleistet. Tauschen wir jetzt aus. Ja, ja. Was haben wir hier? Natürlich Sprit. Wir waschen alles mit Benzin aus. Wenn wir was machen, machen wir es anständig. Heißt es Pinsel in die Hand, das seht ihr nicht. Na, ist das nicht mal ein Bild? Ich muss bei Peter arbeiten. Ja, Udo muss bei mir arbeiten. Nee, aber ja. Macht Spaß. Ja, ich denke auch, ne? Das ist doch in Ordnung, oder? Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich denke auch, ne? Ich zeig mal nur so einen Blick drauf. Du kannst ganz normal weitermachen. Ja, ja. Wir schleifen jetzt... alles aus, wo die neuen Lager eingesetzt werden, die treiben wir dann natürlich rein.
Ja, ja. Ich denke mal, die treiben wir auch kalt rein. Und vielleicht, wenn nicht, können wir es immer noch erwärmen. Aber warum erwärme ich das nicht so gerne? Das kann ich euch zeigen. Wir nehmen mal das Neue. Ihr seht, hier ist ein Simmerring drumherum. Ja. Ne? Auf beiden Seiten. Genau. Und daher erwärme ich ungern dieses Material jetzt. Ne? Deshalb treiben wir das kalt ein. Wäre hier kein Simmerring drin, dann hätte man sagen können, okay, wir können es gut erwärmen und können alles zusammensetzen. Nein, wir treiben das kalt rein. Also das heißt also, wenn du das erwärmst, das praktisch durch die Hitze der Simmerring schmelzen kann. Genau, kann so. Schaden nehmen. Ne? Mhm. Deshalb lassen wir Udo noch ein bisschen schleifen. Ja, wenn er auch manche anderen Sachen schleifen lässt, aber hier kann er heute nicht schleifen lassen. Nein, heute nicht. Auch mal läuft. Dein Finger ist davor. Ach so. Okay. Ich sag das häufig, das ist okay. Aber es ist so. Feinmechanikeröl. Das ist ganz, 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 ganz dünnes Öl. Und damit, dass wir es besser reintreiben können. Ich könnte es jetzt natürlich auch fettfrei reintreiben, mache ich aber nicht oder ungern. Ich nutze immer irgendwas, wo es dann vielleicht auch ein bisschen gleiten kann. Ne? Deshalb nehmen wir ein bisschen Feinmechanikeröl, verteilen das hier. Jetzt habe ich keinen Lappen hier, auch gut. Neue Lager, setzen das Lager auf. Kerzengerade nach Möglichkeit, immer kerzengerade nach Möglichkeit, bevor wir es jetzt einschlagen. Ich gucke natürlich selber immer noch mal drumrum. Einmal schräg angesetzt ist schon Mist. Seht ihr? Verkantet sich schon. Irgendwo habe ich mir mal ein selbstgebautes Werkzeug gebaut. Ach, wir können auch das nehmen. Wenn ich es finde. Wenn ich es finde. Ja, das ist immer, wenn du auf die Stelle, ne? Ja, das ist immer. Hier irgendwo so ein Dorn. Ich habe normalerweise hier ein Dorn liegen. Den ich jetzt gerade auf Anhieb nicht finde. So, nochmal raus damit. Schon verkantet. Und nochmal einsetzen. Immer schön auf diese Ränder hier achten. Hier genauso wie hier. Dass das eine Einheit bildet. Das heißt, sauber auflegen. Ich glaube, das sieht schon recht gut aus. Hier die Höhe, hier die Höhe. Wir müssen recht sauber kommen, obwohl ich bin ja nicht zufrieden. Einmal krumm, dann wird es auch garantiert nicht sauber reingetrieben. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gebe jetzt den ersten Schlag. Moment. Gleich weiter. Ich brauche eine größere Auflagefläche. Gut. Erster Schlag. Einmal, zweimal, dreimal und noch nicht ganz. Und sitzt, wackelt, hat Luft. Ganz, ganz sauber. Ja. Drehen. Nicht vergessen. Ganz schlimm, wenn ihr das vergesst, weil sonst müsst ihr die Lager wieder raustreiben. Also, jetzt kommt diese Buchse rein. Das Ganze treibt sich jetzt alleine nach. Wir nehmen das zweite Lager, nehmen Öl, halt, lieber festhalten, das habe ich nämlich noch nicht fest verschraubt. Schön Öl, auch die Ränder. Die Ränder kommt es natürlich mit drauf an.
ein bisschen anziehen. Nochmal ein bisschen Öl. Für die Ränder. Okay. Ansetzen. Hier haben wir natürlich keinen Anhaltspunkt. Deshalb müssen wir uns jetzt selbst hier die Mitte suchen. Da gucke ich immer an den Rand. Ich gucke immer an den Rand. Schon setze ich das ein bisschen fest. Ich gucke jetzt am Rand, dass ich hier recht gleichmäßig laufe. Hier passt es noch nicht. So sieht es schon ein bisschen besser aus, obwohl hier... Komm mal raus. Es rutscht dann zwar letztendlich automatisch mit, aber der erste Ansatz, der muss stimmen. Wenn der nicht stimmt, haben wir verspielt. Okay, wir geben mal einen ganz leichten Schlag nur, seitlich. Schon recht gut ausgelotet. Ja. Sieht man das? Ja. Ja. Gut. Jetzt sitzen wir sauber. Jetzt. Lager sitzt. Sieht man? Einwandfrei, ja. Das sieht man, ja. Also, die Lager haben wieder ihre oder ihren Sitz. Ja. Ne? Gut. Bis hierhin sind wir. Bremsscheibe wird aufgesetzt. Hier haben wir die neue. Die ist sogar noch schöner belüftet. Gucken wir mal das Maß. Passt. Und noch nichts eingelaufen. Noch gar nichts eingelaufen. Na klar, ist ja auch neu. Hier sind unsere Punkte zum Befestigen. Hier sind die Kerbung für die Schrauben zum Versenken. Ne? Das Ganze mischen wir nachher natürlich nochmal mit Bremsenreiniger ab, bevor wir es verbauen. Aber man sieht, ja, ne? So ein schönes Bild. Ne? Passt. Schön innenbelüftet, schön große Ausschnitte. Bin schon da. Da kannst du 200 mitfahren. Ja. Gut, okay. Setzen wir auf. Hier hat Udo alles sauber gemacht. Richtig, guckt euch das mal an. Dass wir die Scheibe jetzt sauber aufsetzen können. So, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Mhm. Die Schrauben kommen zum Einsatz. Wir nehmen Loctite dazu. Ich glaube, wir machen die Schrauben doch noch mal sauber, dass wir den alten Loctite hier runterholen, ja, und setzen die neu mit Loctite ein. Ne? Ja. Gut. Okay. Ja. Schrauben. 3 Stück an der Zahl, ihr wisst es vielleicht noch, und Loctite. Loctite zur Hälfte höchstens. Ne? Das reicht. Loctite zur Hälfte. Und einsetzen. Zumindest schon mal ansetzen. Nächste Schraube. Das reicht hin. Ansetzen. Bis das Gewinde fassen tut dann. Ne? Nächste. Und ansetzen. Loctite dauert ein bisschen, bis sich dann das befestigt. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die Schrauben schon mal so weit drin haben, dass sich die Bremsplatte oder Bremsscheibe auch dementsprechend schon mal hinsetzt. Loctite ist ungefähr nach einer halben Stunde, sollte es dann richtig fest sein. Also dann wird sich diese Schraube garantiert so schnell nicht mehr lösen. Ich ziehe jetzt erstmal nur mit der Hand gegen. Und nehme jetzt die Bremsscheibe tiefer. Also ne, das Unterteil, dass wir auch vernünftig anziehen können. Ne? Newtonzahl habe ich natürlich jetzt nicht. Wir drehen das Ganze mit
den Drehmomentschlüssel zwar an, aber ich weiß die Minutenzahl nicht. Deshalb, wir ziehen das korrekt fest, sage ich mal. Also keine Angst, da wird sich nichts lösen. Und auch nichts eiern. Nee, das glaube ich auch nicht. Gut. Also, wir ziehen statt mit 32 auf 31 Newton an. Das heißt, ich setze jetzt die Ratsche an und ziehe erstmal nur ganz leicht gegen. So. Einmal. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen Gas geben nochmal. Ich glaube, wir stellen nochmal ein bisschen um. Wir stellen die auf wirklich ein bisschen fester. Hm. 32 Newton waren, 31 waren es. 31, ne? 31 genau. Newton. Wir müssen auf wenigstens 33 bis 34 löse nach Möglichkeit eigentlich hinten die Schraube. Jetzt habe ich die so fest gemacht. Okay, wir drehen jetzt so. So, wo waren wir denn? Da. Muss ich selber erstmal gucken. Zwei Umdrehungen hoch, würde ich sagen. Einfach reindrehen. Dann sind wir ungefähr auf, können wir auf 40 gehen. Ja, nicht zu. Ja, hoch. So, ja. So. Ja. Wir stellen das jetzt mal so ein, weil wir wollen weder was abreißen. Na, das kommt mir schon sehr fest vor. Das ist schon sehr, sehr fest, ja. Aber gut. Nein, wir müssen ein bisschen zurück. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Fester wollen wir auf keinen Fall. Nee. Ja, das reicht. Also mehr ziehen wir nicht an. Wir haben schon recht. Ich denke mal, wir sind sowieso ein bisschen drüber jetzt mit dem Anzug. Ich würde sagen, wir also sind schon bei 35 oder wir so. Wir sind schon wenigstens bei 35 und ja. Das reicht Menge aus. Mehr brauchen wir nicht. Gut. Ja, das ist geschafft. Was wir jetzt machen, einbauen. Gut, Bolzen habe ich hier schon eingesteckt. Jetzt muss ich mir hier erstmal den Punkt suchen. Und ihr seht, da haben wir es. Und ich habe Fett an den Fingern. Unterlegscheibe, ganz wichtig. Aber hier ist ja Fett. Also ist diese auch somit gleich gefettet. Einsetzen, Schraube durch. Haben wir. Was folgt jetzt? Genau. Unterlegscheibe drauf. Sicherungsmutter. Das ist eine Sicherungsmutter, dass sich auch nichts lösen kann. Deshalb hier kein Fett. Ja, nicht viel zumindest. Gut. Gegenschrauben und anziehen. Würde ich mal so sagen. Würde ich auch. Kann man anziehen. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Gut. Okay, festziehen. Richtige Seite? Nein, falsch. Jetzt aber. Und? Das sollte schon gut sein, glaube ich. Na. Die läuft ja. Ja, aber hast du gesehen, eben war zuerst schwer. Ja. Aber das sollte gut sein. Wir müssen ja kein Kraftwerk in Bewegung setzen, ne? Jawohl, sitzt super. Bremsbeläge nehmen wir runter. Wir nehmen doch die Bremsbeläge runter, weil wir haben jetzt keine neuen. Dafür, kannst du mal hier hin, dafür nehmen wir jetzt diese runter und schleifen die noch mal ein bisschen ein. Das ist dann auf jeden Fall einfacher, wenn
die jetzt auf die Scheibe gesetzt werden, dass die Scheibe nicht falsch einläuft. Ne? Deshalb raus damit. Zum Lösen der Bremsbeläge nehmen wir die Spange hier raus. Ja, manchmal ziert sie sich auch ein bisschen, aber letztendlich sollte sie irgendwann draußen sein. Gut, wir lösen die zweite Seite schon mal. Das ist eben, wenn man es vorzeigt, ne? Und es hängen bleibt. Das ist dann meistens, wenn die Beläge hier schon rutschen, dass die Spangen dann schwerer rauskommen, ne? Deshalb, weil hinten ist ja so wie ein Widerhaken, ne? Hier. Und deshalb braucht das manchmal ein bisschen länger. Dann dreht man mal ein bisschen und versucht, sich die Klammern so hinzudrehen, dass man die Spangen rausbekommt. Ne? Mhm. Die sind noch in Ordnung, die können wir nutzen. Hier sind die Belege. Und wer schleift die ein? Ich natürlich. Genau. Nochmal Werbung. Natürlich für Scooter Garage. Was denkt ihr denn? Scooter Garage ist die erste Anlaufstelle. Immer. Danach kommt der zweite dran. Das ist eine ABE. Ne? Moment, ich drehe mal. Bundeskraftfahramt, ne? Steht, glaube ich. Ja. Und diese ABE gehört zu dieser Bremsscheibe, weil ihr bekommt zu dieser Bremsscheibe diese ABE. Ne? Ja. Nicht vergessen. Gut. Ansonsten geht es jetzt weiter. Wir setzen unsere Bremsbeläge wieder ein. Ne? Wir müssen ja das Ganze wieder einsetzen. Das heißt, Udo, Erika, guck mal, Udo hat diese Dinger geschliffen. Ich habe ihn arbeiten lassen. Okay, weiter geht's. Ja, ich bin schweißnass. Erika, glaub mir das. Ich habe ihn richtig arbeiten lassen. hier kommt jetzt natürlich was drauf, was unsere Bremsbeläge ein bisschen geschmeidiger laufen lässt. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen auf den Finger. Na, ich nehme auch gerade den richtigen Finger, habe ich festgestellt. Normalerweise nehme ich eigentlich immer den Zeigefinger. Gut, so, kommt drauf hier. Jetzt laufen die Bremsbeläge ein bisschen geschmeidiger. Das heißt, das verhindert auch Quietschen und Rosten. Zumindest an der Rückfläche, ne? An der Rückseite hier. Ne? Mhm. Ihr seht hier diesen Kranz und darauf laufen die Bremsen, also das wird abgedeckt. Ne? Und wenn wir jetzt hier oben rüberziehen und hier seitlich alles, also hier einmal so richtig rüber, dann ist das abgedeckt und da kann diese Fläche nicht mehr auf den, ich komme jetzt nicht drauf, auf den Stift, der hier drin sitzt, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall hier drin, die Bolzen, die hier drin sind. Ne? Achso, ja. Komme ich jetzt nicht drauf, auch egal, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht immer gleich drauf kommen. Auf jeden Bremskolben. Fall, Bremskolben, genau, Udo hat's drauf. Ja. Udo ist ein guter Mann. Einsetzen. Bremskolben zurücksetzen. Jetzt haben wir ja das Wort dafür, Bremskolben. Das Teil habe ich damals von Frank, Captain 60, bekommen. Ja. Eigens für mich. Das ist für Bremskolben zurücksetzen. Also, dass wir die Bremskolben langsam nach hinten drücken. Müssen natürlich vorsichtig drücken, aber das machen wir jetzt. Und zwar Sattel nehmen, einsetzen, anpassen und drehen. Wie ich schon sagte, langsam drehen, nicht zu schnell. So, das war's schon. Wir haben die Bremskolben zurückgesetzt. Das ist seht ja ihr? Ja, ne? Da voll. Ganz minimal. Ja. Das passt. Ist ein schönes Teil. Das passt. Gut, okay. Deshalb, hallo, du hältst mich in Schräglage. Bauen wir jetzt ein, also die Bremsbeläge und dann geht's weiter. Läuft. Bremsbeläge habe ich jetzt aufeinander gelegt.
niemals falsch rumlegen, dann dürft ihr sie gleich wieder entfetten. Und schiebe sie jetzt erstmal hier rein. Dazu nutze ich nochmal einen Lappen. Und zuletzt, jetzt muss ich nochmal kurz was gucken. Okay, das ist nicht so schlimm. Nichts passiert, weil ich muss jetzt nochmal gucken, wo. So rum kommt der, ja. So rum kommt er. Das heißt, diese Spange kommt von hinten. Wenn ich hier was sehe, schon mal hier durch. Bremsbelag nach hinten drücken. Normalerweise hätte ich jetzt beide Bremsbeläge genommen. Ich würde gerne den anderen nochmal auflegen. So. Dass wir beide in eins gleich uns greifen können. Nach Möglichkeit. Irgendwas hakelt hier gerade. Moment. Ein Belag hakelt hier gerade ein bisschen. Okay, das machen wir, glaube ich, jetzt mal ohne Kamera. Gut, wir ziehen unseren Bremssattel jetzt an. Ne? Da brauchen wir ja wieder Halt drinne. Gott sei Dank kommt man hier mit einem schönen flachen Schlüssel so zwischen, ohne dass wir das Schutzblech abbauen müssen. Einmal. Zweimal. Das können wir dann nochmal an Ordnungsstelle festziehen, wenn das Rad unten ist. Hier heißt es jetzt natürlich hier, das haben wir eben auch schon bemerkt, das muss ich jetzt erstmal einlaufen mit dem Bremsbelägen. Ne? Aber das geht an sich relativ schnell. Ne? Wir stecken das Vorderrad auf. Ja, würde ich mal sagen, dann sind wir schon fast fertig. Ja. Der Bremssattel. Bremssattel immer ziehe ich immer ohne Fett an. Also die Schrauben, die hier reingehen, ziehe ich grundsätzlich ohne Fett an. Ja. Was wir jetzt machen, wir setzen jetzt natürlich das Rad an. Das schraube ich meistens erstmal mit der Hand. Muss mir natürlich erstmal die richtige Position suchen, bevor ich hier schraube. Setze ich erstmal mit der Hand an, dass ich das Rad erstmal so ein bisschen setzen kann. Und zuletzt geben wir nochmal mit dem Drehmoment was hinterher. Nein, nicht mit dem Drehmoment, sondern mit dem Schlagschrauber. Hier brauchen wir nicht unbedingt jetzt mit Drehmoment arbeiten. Ein bisschen Gefühl hat man ja auch dafür. Ja. Das sieht gut aus. Also, aufsetzen. Und festziehen. Das reicht. Schleifen. Ja, das schleift sich ein. Das ist minimal, ist klar, weil die Bremsbeläge komplett an der Bremsscheibe anliegen. Ein paar Mal bremsen in der Fahrt, dann ist das bald weg. Gut, ich würde sagen, Roller ist fertig. Geschafft? Ja. Wir sind fix und fertig. Nervlich wie körperlich. Durchgeschwitzt. Ohne Ende. Ohne Ende. Hoffentlich sieht Erika das Video. Oh wei. Gut. Genau. Hi. Tassen. Kaffee. Zum Wohl. Ja. Tja, Leute. Wir müssen zwischendurch auch mal einen Kaffee trinken. Ne? Das gehört dazu. Wir sind oder trinken gerne Kaffee. Und jetzt zum Abschluss nochmal in Ruhe und entspannt einen Kaffee und vielleicht gleich nochmal was anderes. Ne? Für Peter zumindest. Ja, geschafft. Geschafft, Peter. Ne? Wir haben es gut. Ja. Haben es doch gut hinbekommen. Einwandfrei, ne? Ja. Gut, wir sind durch für heute. Tja, dann würde ich mal sagen, Daumen hoch für dieses schöne Duo-Video. Hast du noch was zu sagen? Ja, es hat alles super geklappt. Ganz prima. Gut. Also ich habe erst mit gerechnet, dass wir die Scheibe nicht losbekommen. Doch. Aber die Schrauben waren wirklich fest. Aber wie gesagt, Peter kriegt alles los. Naja, wir geben uns zumindest Mühe, dass wir es irgendwie hinbekommen. Genau. Deshalb würde ich sagen, bleibt am Ball. Nächstes Video kommt und liken nicht vergessen. Oh, okay, danke schön. Und schönen Abend noch. Schönen Gruß.
Grüße mein Frauchen, an Iris, ne? Erika, du hast mitbekommen, ich habe ihn ganz schön rangenommen heute. Also heute darf er auch, wenn früh ins Bett gehen, dass er zur Ruhe kommt. Ja. Gib ihm die Chance. Okay. Ja. Tschüss. Bis dann. Ne? Macht's gut. Ja. Bis dann. Ciao. Na also.